So, dann kommen wir noch ganz kurz auf den DAX zu sprechen. Der konnte eben auch eine kleine Rallye hinlegen nach den Zahlen, weil der US bzw. der Euro eben nochmal gesunken ist, der US-Dollar gestiegen ist. Der konnte direkt nach den Zahlen kräftig zulegen, um ja, vom Tief bis zum Hoch knapp 200 Punkte und ist hier an der Special Marke wieder an der bekannten Special Marke bärisch abgeprallt im 15 Minuten Chart. Dort oben verlief auch, der Chart ist eben auch bekannt, lief eben hier die Trendlinie, da wurde schon öfters auch in den Chat geschoben oder beziehungsweise in den Stream. Kante würde hier eben die Oberkante des Trendkanals würde eben knapp überboten. Und es gab halt dann wieder einen Schlusskurs, der in dem Trendkanal stattgefunden hat. So, hier ist es jetzt eben, wie man die Trendlinie zeichnen mag. Ich habe sie jetzt eben mal im Wochenchart exakt hin, dass die Trendlinie exakt im Wochenchart aufliegt. Und hier gibt dann ab morgen eben einen starken Widerstandsbereich von der Trendlinie, beziehungsweise eben auch hier noch das Gap, wenn man hier mit dem Tageschart umschaltet. Hier gibt es wieder ein relativ großes Gap. Und eben ab 11.120 etwa bewegt sich dann der Index in dem Widerstandsbereich, der sich erst einmal bis 11.200 erstreckt und eben noch bis zur Gap-Oberkante 11.283 vergrößern könnte. Also da wir nachbörslich schon bei 11.000, circa 11.030 stehen, könnte es eben hier auch spätestens wahrscheinlich eben, deswegen auch die Idee, dass bei den US-Indizes ein Fehlsignal eben stattfinden könnte, dass eben hier direkt Kaufdruck reinkommt, der Index bis auf 11.200 Punkten ansteigt, bis während oder nach der US-Börseneröffnung. Und dass eben von den europäischen Märkten dann etwas Verkaufsdruck eben aufkommt. Ja, dass, weil eben hier ein größeres Kursziel oder ein Kursbereich erreicht worden ist, wo dann viele Marktteilnehmer vielleicht ihre Positionen erstmal oder ihre Gewinne erstmal sichern wollen. Es gibt natürlich eine alternative Variante und die ist dann eben total bullisch. Und der Index legt am Montag eine 3-4%ige Rallye hin und wir schließen das Gap und beenden auch den Handel, den Tag eben in dem Gap beziehungsweise sogar vielleicht über dem Gap, also auf jeden Fall über dem Trendkanal. Das wäre die alternative Lösung. Lösung für die Bullen. Für die Bären wäre das natürlich ein kleines Desaster und wenn natürlich dieses Szenario auftritt, dann wird es erstmal natürlich kein Fehlsignal im Dow Jones geben. Was eben noch von 2 Wochen halt stammt. Da ging halt leider die Korrektur nicht so weit runter. Und hier war eben auch noch das Kursziel, der Kursbereich bei 11.217 eben eingezeichnet. Was ich hier halt noch sehe, ist eine abgeleitete Special Marke bei 11.334. Also hier wird es auf jeden Fall morgen spannend werden, wo der DAX erstmal eröffnet und wo er sich dann in der Mittagszeit eben bewegt, ob er hier dann schon die Gap-Unterkante erreicht hat bei 11.160 rum. So, dann war es das kurz zu dem DAX? Ich wünsche noch einen, wer es noch anhört, einen schönen Sonntagabend,
beziehungsweise dann einen guten Wochenanfang. Bis dann.